Hallo, Servus bei Monaco Deluxe, so schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin wieder mal in Wien, dieses Mal im Grand Ferdinand. Richtig cooles Haus, aber erstmal Roomtour, kleine Details und am Ende wieder mein Fazit am Ende des Videos. Absolut grandioser Stilmix. Ich finde es richtig genial eingerichtet. Die hohe Decke, auch so ein bisschen diese Beton-Fabrikoptik, sehr, sehr stylisch kombiniert mit einer eigenen Champagnerbar. Natürlich eisgekühlt. Finde ich eine richtig tolle Idee. Mal was anderes. Fand ich auch das offene Badezimmer sehr industrielike, aber es war wirklich sehr komfortabel, eben auch mit Rain Shower. Und auch die Produkte, die Seifen und auch das Shampoo war toll. Toll fand ich auch das Restaurant im Hotel, das wohl bekannt ist für die schönsten und besten Schnitzel. Und ich muss sagen, wir hatten eins, das war super lecker. Die Inneneinrichtung hat mir gigantisch gut gefallen. Ist so ein bisschen Brasserie-Style. Man saß sehr gemütlich, coole Leute waren da. Natürlich erstmal Champagner, dann gab es ein leckeres Tartar. Es war wirklich toll. So toll wie später eben auch in der Grand Etage. Das ist auf dem obersten Stockwerk. Da gibt es abends so Cocktails und Drinks und tagsüber. Also morgens besser gesagt gibt es da das Frühstück. Richtig schön mit dem Sonnenaufgang. Wir haben es genossen, sage ich euch. Und die Auswahl beim Frühstücksbuffet war wegen Corona ein bisschen kleiner. Man konnte aber vieles am Tisch bestellen. Wir saßen draußen und haben damit auch die Sonne genossen und natürlich die wunderschöne Aussicht auf Wien. Ja, wir kommen wieder mal zum Fazit. Und im Grand Ferdinand, muss ich sagen, ist das Fazit etwas komplexer. Kurz zur Geschichte, ich war jetzt ein paar Tage in Wien und habe mich eben für dieses Hotel entschieden, weil es eben auf der Webseite auch mit Pool beschrieben ist, mit einem Rooftop-Pool, und dachte mir, komm, nach den Tagen in der Stadt mit dem Sightseeing gönne ich mir einfach ein bisschen Spa, ein bisschen Wellness-Feeling zumindest, und deswegen dachte ich mir, gehen wir ins Grand Ferdinand, da können wir uns auf den Rooftop legen, können ein bisschen im Pool rundherum planschen, und deswegen haben wir uns für das Haus entschieden. Ja, das war irgendwie nicht so möglich, weil es war super eng, super voll. Gerade jetzt auch mit Corona fand ich das eigentlich nicht so angebracht. Des Weiteren fand eben auch auf der Rooftop Bar der Sonntagsbrunch statt, von dem wir jetzt nichts wussten. Es war super überfüllt, es wurde auch gegrillt, es war überhaupt gar nicht nice. Und wir haben uns dann sozusagen entschieden, nicht an den Pool zu gehen. Und es hat uns schon ein bisschen verärgert, weil das war der Grund, weswegen wir das Hotel ausgesucht haben. Ja, nachdem so die erste Enttäuschung irgendwie abgeklungen ist, dachten wir uns, komm, setzen wir uns zumindest auf die Terrasse und trinken etwas. Aber das war eben nicht möglich, weil der Brunch war, es war ausgebucht. Was mich eigentlich geärgert hat, nicht, dass der Brunch stattgefunden hat, sondern dass bei der Reservierung das nicht kommuniziert wurde. Vielleicht hätten wir dann auch den Brunch reserviert, wären dabei gewesen, hätten das alles vielleicht gar nicht so schlimm empfunden. Ansonsten, wie ihr gesehen habt, das Haus ist hardcore liebevoll eingerichtet. Wirklich ganz, ganz viele Details, die das Haus so besonders machen. Eine Mischung aus moderne Tradition, ein bisschen auch kurios, auch das Pferd in der Lobby. Ich finde es einfach mega. Sehr, sehr coole Ausstattung, finde ich richtig geil. Wir waren dann auch im Restaurant essen, da wo es sozusagen eine der besten Schnitzel der Stadt gibt. Und es war auch sehr, sehr lecker. Hatten auch noch ein Tartar. Also wirklich sehr, sehr toll, aber auch hier wieder Abzüge im Service. Also prinzipiell im ganzen Haus muss man sagen, dass der Service für mich jetzt im 5-Sterne-Bereich nicht angekommen ist. Es gibt oft geht nicht, gibt's nicht. Zum Beispiel im Restaurant, da war der erste Champagner, der war schal. Ich meine, das geht eigentlich nicht in einem 5-Sterne-Haus. Da muss ich halt auch wissen, okay, ist die Flasche schon fast leer, war die jetzt über einen Tag einfach nicht genutzt worden, dann darf die Flasche eigentlich gar nicht mehr in den Verkauf kommen. Das sollte man eigentlich wissen in einem 5-Sterne-Haus. Das war alles sehr, sehr schade, weil das hat alles irgendwie nicht abgerundet. Also ich finde ja, so ein Aufenthalt in einem 5-Sterne-Haus sollte rund sein, und das war es jetzt nicht so wirklich. Wie ihr seht, kommt jetzt langsam die Sonne. Was wirklich sehr, sehr schön ist, ist die Lage. In ein paar Minuten zu Fuß seid ihr direkt am Sacher Hotel, wo ja die Fußgängerzone beginnt. Dann ein paar Meter weiter ist schon der Stephansdom. Also wirklich, die Lage ist toll. Schaut es einfach mal an, auch auf der Webseite und auch die Bewertungen im Internet. Hier stand ja auch schon das Thema mit dem Pool. Also es war jetzt nicht so überraschend, aber wir waren trotzdem enttäuscht.
Und ja, je nachdem, für was ihr ein Hotel in Wien sucht, ist das Grand Ferdinand für euch vielleicht geeignet oder auch nicht. Schaut auf jeden Fall mal in meinem Channel vorbei. Ich habe schon einige Hotels in Wien getestet für euch. Vielleicht passt da noch ein anderes. Also mal schauen. Ja, bevor ihr mich jetzt gar nicht seht und die Sonne mich komplett hier erstrahlen lässt, sage ich, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir mal einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken, abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte, einfach mal reinklicken. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.